Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem VfL Bochum 1848. Das Ganze am Freitag um 20.30 Uhr am Böllenfalltor. Die Fanresonanz ist wie immer überwältigend auf Bochumer Seite. Das heißt, alle rund 1118 Tickets, die zur Verfügung standen, sind weggegangen. Das heißt, vollbesetzter Auswärtsblock. Die Statistik: bisher gab es das 14 Mal, das Duell der Lilien gegen die Blau-Weißen, viermal in der Bundesliga darunter. Bilanz aus Bochumer Sicht: 5 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen. Bilanz in Darmstadt bei 7 Spielen nicht ganz so prickelnd. 1 Sieg und 2 Unentschieden stehen da zu Bochum. Zuletzt traf man sich in der zweiten Liga. Da gab es jeweils Heimsiege. Aus dem Bereich der ehemaligen: Michael Esser und Fanny Heinemann waren schon mal für die Darmstädter aktiv. Auf dem Podium Cheftrainer Thomas Letsch, der eure Fragen erwartet. Wie immer zunächst die Personalsituation. Matos Bero, Michael Esser, Liz Mousset, Ivan Ordetz und Mo Tolber sind diejenigen, die in der Reha sind. Sind diese Woche andere Personalfragen geklärt worden? Ist noch irgendjemand dazugekommen zu den Angeschlagenen? Ja, hallo, Glück auf in die Runde. Es sind leider noch Leute hinzugekommen. Das ist zum einen Moritz Römmling, musste gestern das Training abbrechen mit Problemen im Rücken, sodass er heute auch nicht trainiert hat. Und bei Christopher Andwe Acay ist es so, dass eine Muskelblessur, keine Verletzung, aber eine Blessur, jetzt gestern und heute kein Training zugelassen haben, sodass Christopher auch nicht den Weg mit nach Darmstadt antreten wird. Okay, eure Fragen. Philipp Rentsch macht den Anfang. Ja, schönen guten Tag. Wie geht es Kevin Schlotterbeck? Ich habe gesehen, er hat heute mittrainiert, heißt, er wird auch im Kader sein. Ja, Kevin, geht's gut soweit. Da ist es auch so, dass es, er musste ja raus. Es ist dann immer so eine Geschichte. Macht der Muskel etwas zu? Ist er verhärtet? Also es ist keine strukturelle Verletzung. So gesehen konnte Kevin gestern trainieren, konnte heute trainieren und steigt, wenn er sich nicht verletzt, bis um 14.30 Uhr auch in den Bus. Weitere Fragen? Abfahrttermin 14.30 Uhr ist bekannt. Philipp Rentsch. Ja, Patrick Osterhage, wird er auch wieder zum Kader gehören? Teil 1 meiner Frage und Teil 2, wer wird den Kaderplatz von Christopher Andwe Acay einnehmen? Paddy Osterhage ist wieder hundertprozentig fit. Es war letzte Woche schon die Frage, nehmen wir ihn mit dazu, und haben uns dann entschieden, dass das eher Aktionismus wäre, ihn da dazu zu nehmen. Jetzt hat er eine Woche gehabt, eine sehr gute Trainingswoche, sodass er mit dabei ist. Es wird auch Platz für Christopher Andwe Acay ist das eine, aber es ist ja auch Ivan Ordetz, der ausfällt. Also Tim Oehrmann wird dabei sein. Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wer letzte Woche nicht dabei war. Wir haben immer noch die Qual der Wahl, sodass ich vor der Entscheidung stehe, dass ich Leute da lassen muss, jetzt unabhängig von den Angeschlagenen. Und so ist die Situation. Also der Bus ist voll. Wir haben 20 gesunde und fitte Spieler mit dabei und auch noch Spieler zu Hause, die auch noch brennen würden. Günther Pohl. Schönen guten Tag in die Runde. Herr Letsch, wie erwarten Sie den Gegner Darmstadt? Das ist eine sehr gute Frage. Die Gedanken machen wir uns auch schon die ganze Woche. Wie reagiert die Mannschaft auf dieses Spiel in München? Ich persönlich erwarte sie eher, dass sie im Heimspiel sehr hoch attackieren werden, dass sie vorne drauf gehen werden. Sie wissen, was sie imstande sind zu leisten, zu Hause mit ihrer Art Fußball zu spielen, und so erwarte ich sie. Das ist aber keine Garantie. Es kann natürlich auch sein, sie machen sich ihre Gedanken und wollen uns etwas tiefer aufnehmen, wie sie es ja auch gegen Bremen teilweise gemacht haben zu Hause. Von dem her ist es spannend. Wir haben beides thematisiert, wir haben uns auf beides vorbereitet. Und dementsprechend gehen wir an die Sache ran. Wir haben uns sowieso da etwas mehr auf uns fokussiert diese Woche. Ich muss sagen, das Spiel Mainz war sehr schnell dann doch wieder aus den Köpfen, und jeder war, ja, oder wir alle waren dran, akribisch uns auf Darmstadt vorzubereiten, und haben, wie gesagt, natürlich
uns mit dem Gegner intensiv auseinandergesetzt, wie immer, aber ganz stark den Fokus auf uns gelegt, was wir machen wollen, wenn der Gegner den Ball in Ballbesitz ist oder wenn wir eben selber den Ball haben, um mehr Torchancen zu kreieren und noch weniger zuzulassen. Wer möchte? Philipp Rentsch möchte. Damit die Pause nicht zu kurz wird oder zu lang wird, besser gesagt, Ivan Ordetz fällt aus. Wie lässt sich sein Ausfall kompensieren, ausgleichen? Was müssen die Spieler, die auf dem Platz stehen, mitbringen, um den Ausfall auszugleichen? Ja gut, der Einzige, der seine Größe kompensieren könnte, ist Philipp Hofmann. Allerdings denke ich bei ihm nicht drüber nach, ihn jetzt als Innenverteidiger einzusetzen. Ivan ist für uns bisher in der Saison zusammen mit Bernardo der Fixpunkt in der Defensive, in der Innenverteidigung. Ja, aber wir haben Noah Losli, wir haben Tim Oermann, wir haben Erhan Masovic. Das heißt, wir haben genügend Spieler, die die Position spielen können und auffangen können. Von dem her, wir reden immer über eine gewisse Tiefe im Kader, die wir haben und von der ich auch nach wie vor absolut überzeugt bin. Und dementsprechend, Ivan fällt aus und andere werden das jetzt übernehmen. Und Erhan hat beispielsweise bisher immer gespielt, kam dann raus, Kevin Schlotterbeck kam rein, macht es ganz gut. Ja, und Noah Losli hat bisher jedes Spiel sehr gut gemacht. Tim hat noch gar keine Chance bekommen, hat es aber bei der U20 gezeigt, welche Qualität er hat. Von dem her, auch da haben wir sehr viele Optionen, auch wenn es natürlich wehtut, wenn so ein Spieler wie Ivan ausfällt. Markus Rensinghoff. Ja, von mir auch Gruß in die Runde. Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin. Manchmal sind Türen zu. Egal, Sie haben sich mit Darmstadt beschäftigt. Gegen Darmstadt hat Harry Kane ein Tor von der Mitte gemacht. Heißt, der Darmstädter Torwart steht, ähnlich wie Manuel Riemann, sehr oft sehr weit vor dem Tor. Inwieweit war das Thema? Das war gar kein Thema. Wir haben uns mit ein paar Dingen beschäftigt. Das war im Großen und Ganzen nicht zwingend ein Thema. Natürlich ist es dann eher so eine Geschichte auch zwischen Peter Greiber und Manu Riemann, solche Dinge anzusprechen. Aber wir haben uns auf andere Dinge konzentriert, die Darmstadt ausmachen. Die Darmstadt ausmachen vor allem zu Hause. Muss da auch ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, es ist zusammen mit Heidenheim ein Aufsteiger, der sehr gut angekommen ist in der Bundesliga, die ja zu Hause speziell sehr selbstbewusst spielen und auch gute Ergebnisse eingefahren haben, auch gegen Gladbach 3-0 geführt haben, bis dann die rote Karte kam. Und das sind Dinge, wo es genügend andere Bereiche noch gab, mit denen wir uns intensivst beschäftigt haben. Günther Pohl. Jetzt, nachdem der Angriff ja so ein bisschen das Sorgenkind ist und Sie viel ausprobiert haben, werden Sie uns am Freitagabend und den Gegner wieder mit einer neuen Offensive überraschen? Also wenn ich jetzt was sagen würde, würde ich ja niemand mehr überraschen und das wäre langweilig. Ich stimme aber auch nur zum Teil zu. Die Offensive ist eines unserer Probleme, aber wenn wir schauen, wie viele Tore wir kriegen, ist auch das nach wie vor unser Problem. Wir haben es geschafft, in den letzten drei Spielen sehr, sehr wenig zuzulassen, haben aber trotzdem 4 Tore kassiert und auch 2 Elfmeter noch gegen uns bekommen. Also auch da ist noch vieles im Argen. Also wir sind da schon sehr, sehr kritisch mit uns. Wir wissen, dass es schwer ist, gegen uns zu gewinnen. Deshalb haben wir 5 Unentschieden auf unserer Seite. Aber wir wissen auch, dass wir mehr tun müssen, dass wir besser werden müssen auf beiden Seiten, um Spiele zu gewinnen. Und darum geht es. Mit Unentschieden ist es so, dass man hamstert kleine Schritte. Hamstert kleine Schritte ist kein Deutsch, aber Sie wissen, was ich meine. Wir brauchen schon auch mal einen Dreier. Und um das zu schaffen, müssen wir natürlich offensiv stärker sein. Egal mit einer neuen Überraschungsformation oder mit der gleichen wie beim letzten Mal. Philipp Rentsch. Ja, daran anknüpfend, die Mannschaften im Tabellenkeller haben relativ wenige Punkte eingefahren bislang. Wenn man nur auf die letzten 6 Mannschaften schaut, sind es 32 Punkte, so wenige wie noch nie zu diesem Zeitpunkt. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass die Mannschaften im Tabellenkeller bislang so wenige Punkte geholt haben? Ich glaube schon, dass wir dieses Jahr eine deutlichere Zweiteilung haben
als es in der Vergangenheit war. Und ich habe vor kurzem eine Statistik gelesen, dass von den Spielen zwischen den Mannschaften in der unteren Hälfte und der oberen Hälfte, ich glaube, bis auf ein Spiel immer die Mannschaft der oberen Hälfte gewonnen hat. Und ich glaube nicht, dass da eine riesen Kluft ist, aber im Moment scheint es so, dass die oberen Mannschaften sich in diesen Spielen durchsetzen. Und wir selbst haben es ja auch bisher so erlebt, dass wir zwar den einen oder anderen da oben auch ärgern konnten, aber eben nicht gewinnen. Und da geht es uns nicht anders wie den anderen Mannschaften. Das bedeutet einerseits, dass alles da unten sehr, sehr eng zusammen ist, aber darauf können wir uns nicht verlassen. Und das wäre auch fatal, das ist auch nicht das, was mich interessiert. Ich schaue da gar nicht so genau, wo sind die anderen Mannschaften, sondern wir müssen schleunigst gucken, dass wir Siege einfahren, dass wir 3 Punkte holen. Und dann ist das, sage ich mal, das positive Nebenprodukt, dass wir Schritte in der Tabelle nach oben machen. Weil klar ist auch, muss ich mich wiederholen, nur mit Unentschieden wird es nicht reichen, um am Schluss unsere Ziele zu erreichen. Gibt es noch Redebedarf eurerseits? Ich sehe dann horizontale Kopfbewegung. Besten Dank fürs Interesse. Dann sehen wir euch morgen in Darmstadt wieder. Euch eine gute Fahrt. Bis dahin.